In der griechischen Hafenstadt Thessaloniki ist es bei einer Demonstration gegen die geplante Impfpflicht im Gesundheitssektor zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Steine und Flaschen wurden geworfen, Barrikaden in Brand gesetzt und Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Die griechische Regierung geht mit ungeimpftem Gesundheitspersonal hart ins Gericht. So wurden laut örtlichen Medien diesen der Zutritt zu den Krankenhäusern verwehrt und über 5000 Suspendierungen ausgesprochen. Laut Schätzungen sind 10 bis 20% des Krankenhauspersonals nicht geimpft.